Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kilian AKK und ich bin ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, Leute, es ist 3:30 Uhr und meine Eltern schlafen, das heißt, sie kommen gleich, wenn sie das hier hören, weil ich wieder Doppeltime rede mit Zimmer und zwar so laut wie noch nie. Und dann schauen sie mich zusammen und ich sehe aus wie ein dreckiges Stück Scheiße. Also, so wie immer, Grüße gehen raus, folgt mir auf Instagram und Intro. Intro. Ja, heute leider ein kurzes Video, aber dafür kommt Donnerstag ein neues Video. Ich habe mir vorgenommen, wieder richtig heftig aktiv zu sein. Und ihr werdet in diesem Video zum Schluss auch einen Spoiler sehen von meinem ersten Real-Life-Video, weil die meisten wissen ja, und die mir auf Twitter folgen, dass ich richtig viel an solchen Real-Life-Videos arbeite und erst mit den Real-Life-Videos anfange, wenn ich vier fertig habe. Pro Real-Life-Video brauche ich 60 Stunden, ich glaube, wieder viel zu viel um den heißen Brei herum. Am Ende kommt ein kleiner Spoiler, aber jetzt kommen wir erstmal zur wichtigen Frage des Videos. Und zwar fragen mich so viele Leute immer: Was ist mit Apo? Bist du noch in Apokalypto? Wo ist Apo? Ist Apo wieder tot? Was machst du in Apo? Gehst du jetzt wieder Ruinen und bla bla bla? Und mir das gleich einfach mal in diesem Video so gut ich es kann auch, weil ich weiß, es ist nicht so die korrekte Antwort oder so. Ich schreibe das nur so, wie ich es denke. Ich sage so, wie ich es denke und das ist auch One-Take. Diesmal würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr einfach mal ein Like da lasst, weil dieses Video nicht so heftig zugedröhnt ist mit Scheiße wie sonst. Also, außer mein Gesicht. Oh Gott. Ja, also zu der Frage mit dem Apokalypto, was jetzt eigentlich nur das Hauptthema dieses Videos sein soll. Deswegen ist dieses Video auch wahrscheinlich nicht so lang. Ja, seitdem Apokalypto wieder aktiv geworden ist und es gibt da so Gründe und wenn ihr wissen wollt, was ich so davon halte, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil ich glaube, ich weiß ganz genau, warum Apo wieder mit Zocken angefangen hat. Aber seitdem er wieder mit Zocken angefangen hat, in Anführungszeichen, jetzt hat er jetzt komischerweise wieder aufgehört, nachdem er keinen Hate mehr kassiert dann so. Auf jeden Fall, seitdem er mit dem Zocken angefangen hat und wieder den Apokalypto-Clan so ein bisschen gepusht hat auf seinen beiden Main-Channels, war erst die Motivation total da und so weiter und so fort. Und Apo hat auch in dem Feed in den WhatsApp-Gruppen geschrieben, wo ich, by the way, nicht drin war. Also nicht denken, dass ich jetzt hier so Best Friend mit Apo bin oder so. Ich habe eigentlich fast gar nichts mit dem zu tun gehabt und da hat er auch so Nachrichten geschrieben wie: Jungs, Comeback, bla, alle alten Legends und so. Und mittlerweile ist er auch tote Hose und so und er meldet sich auch niemand zurück und so weiter und so fort. Habe ich gehört. Ich weiß natürlich nicht, ob das zu 100% nicht stimmt, aber in den Skycom ist auch absolut tote Hose. Die einen studieren, die anderen zocken Overwatch und so weiter. Und ich glaube, bis Apo Red jetzt uns wieder das Go gibt für Videos, wird der Channel wird der Channel auf jeden Fall tot sein. Und das meine ich auch mit tot, meine ich. Ich habe Apo, also in der Zeit, wo ich in Apo war, war es noch nie so tot wie jetzt, gerade in diesem Moment. Deswegen sieht es sehr schlecht aus. Und für die Leute, die denken, ich bin jetzt wieder Ruin oder in anderen Clan oder bin raus, ich bin aktuell theoretisch noch in Apo, bis Red sein neues Video hochlädt, wo er halt alle Member aufzählt, weil er hatte ja vor uns zu kicken. Aber ich bin noch in allen WhatsApp-Gruppen drin und so. Und laut den Membern, ich bin auch noch Apo-Member und so weiter und so fort. Bis Red halt sein Video hochlädt und das offiziell macht. Aber das wird wahrscheinlich nie kommen, denke ich jetzt mal. Und ich habe mich auch nicht wirklich schon. Ich habe mich noch nicht wirklich umgesehen nach neuen Clänen oder so, und Ruin bin ich auch nicht, deswegen. Leute, das wollte ich einfach mal klarstellen, weil ich so viele Fragen in Streams und sogar auf Instagram werde ich damit zugespammt förmlich und auf Snapchat und so, dass ihr einfach Bescheid wisst, Leute. Und trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Jetzt kommen wir zu einem guten Teil des Videos, und zwar ist das jetzt gleich ein Mini-Mini-Spoiler. Und ich weiß, das war ein echt kurzes Video, ist mich trotzdem mega freuen über Like, blablabla, ist auch egal. Jetzt kommt der Spoiler von dem Real-Life-Video, das ist mega wenig, ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, für die beiden Shots hat das schon so lange gedauert. Ich sag euch einfach nur, schaut es euch an, ja. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal und schreibt mir unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare zu diesem Mini-Mini-Mini-Shots und haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, also am Donnerstag. Nicht vergessen, Donnerstag um 15 Uhr einschalten, würde mich mega freuen, weil ab jetzt geht's aktiv los und ich hoffe natürlich, dass ihr so aktiv bleibt wie jetzt. Und checkt die letzten beiden Videos auf. Die waren lustig. YouTube meinte ja bei einem Video die Aufrufe zu löschen irgendwie, aber es juckt mich nicht. Hab ich alle lieb. No homo. Hier ist der Spoiler. Haut rein. Die Welt, die wir kannten, gibt es nicht mehr. Bald hat das Davonrennen ein Ende.